Die Europawahl stand auch in Brüssel im Zeichen junger Wähler. Vor allem sie haben zum Erfolg der Grünen mit Spitzenkandidatin Ska Keller beigetragen. Am frühen Morgen gibt es Glückwünsche von einer anderen Gewinnerin, Margrethe Vestager, die für die Liberalen angetreten ist. Ohne diese beiden Parteien sind Mehrheiten im Parlament kaum machbar. Es ist wirklich beeindruckend. Den Grünen hatte man ja nicht vorausgesagt, so gut abzuschneiden. Aber es hat funktioniert, eine positive Vision für die Europäische Union aufzuzeigen. Der Jubel um EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber bei der Wahlparty in Brüssel wirkte doch reichlich inszeniert angesichts der gravierenden Verluste. Was uns angeht, fühle ich mich nicht als der große Gewinner. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass wir die stärkste Parteifamilie stellen. Das war unser Hauptziel. Aber wir sind offen für Beteiligungen mit allen anderen. Und die braucht er auch, um überhaupt weiter Chancen auf den Posten als EU-Kommissionspräsident zu haben. Doch wer kann künftig mit wem? Der Sozialdemokrat Frans Timmermans grenzte sich nach der Wahl von Weber ab. Wann immer ich Weber oder die EVP von Stabilität reden höre, bedeutet das, lass uns die Dinge so lassen, wie sie sind. Das ist überhaupt keine Option. Ich will mit Parteien arbeiten, die verstanden haben, dass wir wirklich einige wichtige Entscheidungen fällen müssen. Bei der Klimakrise, bei sozialer Ungerechtigkeit. Die Liberalen werden demnächst mit der Partei von Frankreichs Präsident Macron En Marche eine Fraktion bilden. Die wäre drittstärkste Kraft mit Ambitionen. Ich begrüße sehr, was Frans Timmermans gesagt hat, dass eine Koalition gebildet werden kann von jenen, die etwas tun wollen, von denen, die fortschrittlich handeln wollen, um Dinge zu ändern. Wer immer es wird, der Kandidat muss zunächst von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen werden. Dann braucht er eine Mehrheit im Parlament. Zu den Gewinnern gehören auch die rechtsnationalen und EU-kritischen Parteien, etwa in Frankreich oder Italien. Lega-Chef Salvini sieht sich selbst als den wahren Europäer an. Es ist nun an der Zeit für Europas Führer, unabhängig davon, ob links oder rechts, alte und überkommene Regeln zu überdenken, die Europa beschädigt haben. Sonst ist ein Ergebnis wie dieses kaum zu erklären. Salvini will unter anderem mit seiner Lega, der AfD und dem französischen Rassemblement National eine große Fraktion im künftigen Europäischen Parlament bilden.